mehr. Schatz, der junge Mann hat eine Frage an dich. Was machen Sie? Was soll das sein, was Sie machen? Wir machen eine Demonstration für religiöse Toleranz. Ja, für, gegen Islam also? Nein. Aber wenn ich höre im Fernsehen, dass Verarschung oder so ist, dann schicke ich gleich so richtig viele Massenbeschwerden. Ich schwöre. Was sind Sie für ein Gläubiger? Ich bin Moslem. Moslem? Ja. Und Sie trinken Bier? Alkoholfrei. Und was sind Sie für als Gläubiger? Ich bin Jude. Jude? Der 11. September, der war geplant von den Juden, von George Bush und den Amerikanern. Das war so. An dem Tag von dem 11. September war kein einziger Jude in diesem Haus. Okay? Ja, eben, das war geplant von den Juden, gar nichts von Moslems. In diesem World Trade Center waren auch Muslime drinnen. Ja. Auch meist Muslime, die gestorben sind. Wieso können Sie nicht normal einfach hier rumspazieren? Ich laufe doch völlig normal rum. Gibt es irgendwo im Koran ein Burka-Verbot für Männer? Nein, aber... Wisst ihr was? Wir sind jetzt eine Stunde rumgelaufen. Kein einziger Deutscher hat sich darüber aufgeregt. Hast du Schwestern? Warum sind die nicht hier? Weil, das ist... Schauen Sie mal, hier sind so viele Besoffene. Wenn sie jetzt hierher kommen, die begrapschen, die sind besoffen, die wissen nicht, was die machen. Wenn meine Cousine oder so hierher kommt und ich sie in einem Stuhlstand hier offen oder da offen sehe, dann gleich nach Hause. Echt? Darf sie nicht. Ihr versteckt eure Schwester. Ja, das machen wir natürlich, weil wir haben keinen Bock, dass sie keine Ehre hat. Die Ehe wird beschmutzt, wenn sie entjungfert wird. Das ist so. Das ist echt so. Sie wollen doch keine Frau heiraten, die keine Jungfrau ist. Meine Frau war nicht Jungfrau, als ich geheiratet habe. Ja, eben. Das ist doch ätzend, oder? Okay. Nö.